Ja, dann fahr mal. So, Benni, jetzt geht's raus. Ja, aber bevor müssen wir noch das E-Bike aus New Zealand startklar machen. Aha. Dazu nehmen wir jetzt hier erstmal die Bügel auseinander. Ganz wichtig, dass man hier diese Griffe auseinanderschiebt. Dann drückt man das hier so zusammen. So, fixiert das hier schön fest. So. Man beachte auch diese schöne Plastikhalterung hier, damit das alles stabilen Stand hat. Der nächste Schritt ist, dass man das Ganze hier hochhebt quasi und hier diesen Bolzen einmal hier einrasten lässt. So. Und das dann hier hochzieht. So, nach oben. Im nächsten Schritt wird das Hinterrad ausgeklappt. So, aber zunächst muss man das hier auch hoch machen und sich das ein bisschen hindrehen. So, ganz wichtig, sonst kann man sterben, das hier einrasten lassen. Wie man kann sterben? Ja, kann passieren, ne? Wenn das nicht richtig eingerastet ist und man dann hinten mal voller Fahrt irgendwie bei 25 Kilometer pro Stunde das Ding wegbricht, das ist nicht so gut. Ja, ich glaube, das, hier steht das auch nochmal drauf, das, der Hinweis, ja. Was steht da? Ich glaube, Tod, irgendwas mit Tod. Müsste This is not a normal bike, steht da. Ah ja, ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Genau. So, nächster. Ich hätte es mir fast gedacht. Nächster Schritt ist jetzt müssen wir es auch aus der Halterung dafür rausnehmen, dass wir es aufklappen, aber auch hier vorher wieder das auseinanderziehen und diesen Bolzen einmal hochschieben. Bolzen? Ja, dieses Festhalten. Ja, ich verstehe schon. Das kann im Prinzip ja sogar in der Halterung drin bleiben. Das ist ja so praktisch. Ah ja. So ist jetzt komplett aufgebaut. Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja. Kannst du uns denn noch was dazu erzählen? Zur Bedienung vielleicht, weil es sieht ja ungewöhnlich aus. Ja, ungewöhnlich ist in der Tat. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Steuereinheit. Hier haben wir zwei Hebel, die so zum Drücken. Der rechte hier ist zum Gas geben. Ja. Dieses ja. Dings hier. Und der hier ist zum Bremsen. Mhm. Starten tut man das Ganze hier mit der grünen Lampe, indem man das länger drückt. Ja. So, jetzt sind die Motoren gestartet. Oh. Und man sieht auch, es ist verkehrstüchtig. Wenn man jetzt sich jetzt hier hinten die Beleuchtung ansieht, hat man hier die Rückbeleuchtung. Ja. Und das sensationell. Das Gerät hat auch einen Blinker links und rechts. Ach, können wir das mal aktiviert sehen? Man ja. Hier mit diesem Knöpfchen, ja. Mit diesem Orangen. Oh ja, tatsächlich, so. Ja. Und andere Seite natürlich auch. Ja. Dann haben wir natürlich auch noch eine Hupe. Eine Hupe? Ja, ich würde es vielleicht Pieper nennen, aber. So, und im Prinzip war es das schon zur Bedienung. Eigentlich kann man jetzt loslegen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns draußen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Fahre um. Nochmal. Das müssen wir nochmal, glaube ich, ein bisschen weiter weg machen. Ja, ich glaube auch. Man beachte den Bananensaft. Das ist also speziell. Aerodynamisch. Aerodynamisch geformt. Auch hier mit einem Spalt zur Belüftung. Zur Belüftung, wovon? In der Porenzine, dass man nicht anfängt zu schwitzen während der Fahrt. Oder damit das Schwitzwasser ablaufen der kann. Schweiß quasi. Ja. Jetzt können wir quasi mal direkt den Motor anlassen, weil... Wirf mal die Motoren an. Wie viel PS hat die Kiste? 1 PS. Also 1000 Watt. Das fühlt sich, glaube ich, besser an. Das ist aber nicht ganz 1 PS. Ich glaube, das ist sogar mehr als 1 PS. Das ist mehr als 1 PS, ja. Das sind fast 2, ne? Hm, weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie so. Das Zündschloss brauchen wir jetzt nicht aktivieren. Das habe ich schon zu Hause aktiviert. Das ist quasi nur für den Transport, falls man es im Flugzeug oder so... Jeder alte Personalcomputer hat diesen Schlüssel. Genau. Und das ist dann der Startknopf. Also jetzt sieht man ja, es ist jetzt nicht stabilisiert, es fällt direkt um. Sobald wir den Startknopf betätigen, bringt sich das Fahrzeug automatisch in eine stabile Lage. Neigt man es nach vorne, fährt es vorwärts, neigt man es zurück, fährt es rückwärts. Also ganz wie der Segway.
vielleicht auch noch ganz interessant, wenn man das aus Versehen hochhebt, dann kann man sich das Rad mal anschauen. Dann fängt das nämlich an verrückt zu spielen, weil es den Bodenkontakt verloren hat. Und dann geht es quasi in die Notabschaltung, was man hier in dem Blinken sieht. Und dann muss man einmal resetten und dann ist es wieder fahrbereit. Nur ein Unterschied nennt sich Bananensattel. Ich glaube, ich habe gelesen, man sollte eigentlich Leggings tragen. Das habe ich mir jetzt bislang immer verkniffen. Und die Kunst ist es dann, möglichst elegant, ohne umzufallen, loszufahren. Wieder Zaungäste da, die sich brennend interessierten und haben gefragt, ob ich selbst gebaut hätte. Geradeaus funktioniert doch. Aha. Nur das Lenken. Tada! So, das war jetzt eine Kurve in Vollendung, die sogar geklappt hat, aber hat auch viel Energie gekostet und der Bananensattel fordert auch langsam seinen Preis ein. Ich sollte mir vielleicht solche Windeln besorgen oder so. So Tena Lady. Ja, genau. Ich mir dann rein und dann geht das besser. Oder die schöne Cycling-Wear.